neuen Bauwerk von uns. Schön, dass Moin, Leute. Ihr mit dabei seid. Genau. Ja, erstmal einen riesen Dank an euch da draußen. Wir haben uns super doll gefreut, wie das letzte Video wieder durch die Decke gegangen ist. Und auch für die ganzen Glückwünsche. Vielen, vielen Dank. Aber in dem Sinne, genau. Wir starten heute in unserem Problemraum, der seit heute nicht mehr unser Problemraum ist. Da final unsere schicke Wand eingezogen yeah. ist. Wie sollte es anders sein? Auch hier gab es wieder Probleme, nämlich die beiden Teile haben nicht ausgereicht und oben musste nochmal eine Lösung gefunden werden, dass es wirklich mit der Wand dann abschließt. Aber sie sitzt, passt und ja, wir sind echt erleichtert, dass die jetzt drin ist. Genau, hier seht ihr auch nochmal mit unserem Auslass hier. Da war das Problem, dass der jetzt nicht mittig ist. Da haben wir unsere Lösung jetzt auch schon besprochen. Das wird jetzt mit einziehen. Hier hinten im Wandauslass quasi ist eine Dekorfliese, die wir da einziehen. Die zeigen wir euch gleich einmal. Die Dekorfliese werdet ihr auch komplett hinten an der Wand wieder vorfinden. Und die Seite und auch die Seite wird in einem hellen Grau sein, genau wie der Boden hier. Und die ganze Seite wird in einem Anthrazit erstrahlen. Genau. Die Fliesen dazu stehen schon parat und wir zeigen euch gleich einmal, welche Farben hier einziehen werden. Genau. Ja, wir sind glücklich, dass es hier jetzt wirklich weitergeht in diesem Raum und nehmen uns einmal mit zu den Fliesen. Die stehen nämlich hier. Das ist unsere komplette Bodenfliese. Also die zieht unten überall ein und auch hier oben im Badezimmer ist das der Untergrund. Hier neben haben wir unsere schicke Dekorfliese. Das kann man hier sehen. Genau, wir haben uns ja nicht für was ganz Wildes entschieden, aber haben gedacht, so einen kleinen Hingucker, ein kleines Highlight im Bad wollten wir uns nicht nehmen lassen. Deswegen, ja, da gab es viele Diskussionen, weil das war eine wichtige Idee vom Mann und ich war davon erstmal überhaupt nicht überzeugt. Aber er hat mich überzeugt und ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass du dich da durchgesetzt hast. Weil, muss ich drum kämpfen. Ja, mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin schon aufs Ergebnis extrem gespannt. Genau, hier seht ihr noch unsere anthrazitfarbenen Fliesen, die halt dann wirklich an die Seitenteile komplett mit dran kommen. Und hier neben unsere neuen Schienen. Hier gab es nämlich auch schon wieder Probleme. Wir haben jetzt einmal so helle für die grauen Fliesen und einmal anthrazitfarbene für die. Es ist ja immer, wenn dann zwei Fliesen aufeinander kommen, dass das abschließt. Geplant waren weiße Silikonfliesen. Macht sich natürlich wunderschön bei Anthrazitfliesen. Oder auch bei so hellen. Ein Standard wäre ja Chrom, ne? Nee, das ist schon. Dann ist schon gehoben. Ja. Okay, aber Chrom finden wir auch überhaupt nicht schick. Genau. Deswegen waren wir ganz froh, dass wir jetzt die Lösungsvariante hier gewählt haben. Und einfach am schlichtesten ist und fast gar nicht aufkommt. Genau. Kleiner Zusatz noch zu diesen Kantenschienen. Wir haben die jetzt hier mal raufgelegt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Also das ist jetzt mal hier so eine Schiene in Anthrazit. Und dann müsst ihr euch vorstellen, kommen von unten und von oben die Fliesen dran. Und die sind dann in einer ähnlichen Farbe von dieser Schiene, dass sie gar nicht so groß auffällt. Kommt einmal mit, hier ist auch noch ordentlich wieder was zu sehen. Und zwar ist unser Parkett da. Vielen Dank an die Jungs, die da wieder fleißig mitgeholfen haben. Also wir haben echt ganz, ganz tolle Helfer. Danke, danke dafür. Wir haben das nämlich selber abgeholt, hier hochgeschleppt, verladen und. Ja, nicht wundern, das ist natürlich jetzt die Unterseite, die ihr seht. Also so hell ist unser Parkett tatsächlich nicht. Wir haben uns zwar für einen helleren Ton entschieden, aber nicht so hell. Genau, das wird am Wochenende jetzt dann schon gestartet mit dem Verlegen. Also da freuen wir uns auch drauf, weil dann wird es hier richtig, richtig wohnlich. Wir haben uns für die Variante entschieden, dass es verklebt wird. Der Männer darf einmal anfilmen und erklären, warum wir uns dafür entschieden haben. Genau, hier seht ihr ja den ganzen Kleber. Ich glaube 90 Kilo haben wir, also auch nicht gerade wenig. Das Ganze wird dann hier mit so einem passenden Zahnspachtel aufgetragen. Nicht wundern, die Handwerker klopfen schon wieder im Hintergrund. Die Fliesen ein. Ja, wir haben uns tatsächlich fürs Verkleben entschieden, weil uns gesagt worden ist, dass die Trittlautstärke dann deutlich niedriger ist, als wenn man es einfach nur lose reinsteckt. Das ist nicht besonders wichtig, ne? Wenn jemand laut wird. Genau. Und aufgrund der Wärmeleitfähigkeit, ne? Weil das Parkett logischerweise dann näher am Boden liegt und wir im gesamten oberen Bereich hier eine Fußbodenheizung haben. Und deswegen werden wir jetzt das ganze Parkett dann verkleben. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt gemeinsam einmal nach unten. Ich nehme euch mit. Wir probieren jetzt mal diesen schönen Trick, den man überall sieht. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. So, kommt einmal hier mit ins Gäste-WC. Hier seht ihr, ist diese Vorbereitung schon fertig. Also das ganze Bad ist jetzt quasi wie eine Schicht.
damit in so einem Trockenraum, wenn es natürlich mal, ich weiß ja nicht, wie manche Leute duschen, aber wenn hier alles geflutet wird, dass hier nichts eindringen kann. Ihr seht auch, dass es im ganzen Nassbereich hochgezogen ist. Ich habe mir erklären lassen, weil ich gefragt habe, warum es nicht ganz bis nach oben muss. Also da, wo die Armatur oben in der Wand ist, muss immer maximal noch 20 cm das Ganze höher gezogen werden. Und das ist hier nicht so hoch, deswegen, ja, wir haben eine extrem hohe Deckelhöhe, deswegen reicht das so völlig aus. Genau, ja, sonst ist hier noch gar nicht so viel passiert. Unsere Duschtasse ist hier auch schon drinne und fest mittlerweile. Hier haben wir jetzt auch keinen Spalt mehr. Und ihr seht hier immer noch so ganz bisschen noch von diesem Blauen. Das ist nochmal so ein extra Schutz. Der muss auch immer eine gewisse Begrenzung nach zu den Seiten haben. Deswegen ist es hier auch noch so ein bisschen überlappt das. Da kann man ganz normal drüber streichen, aber das darf auf gar keinen Fall abgeschnitten werden, weil dann das ganze System quasi wie eine Lücke und da könnte dann Feuchtigkeit eindringen. Das wollen wir natürlich nicht. Und der Maler darf dann noch mal wieder ran. Ja, dann nehmen wir euch weiter mit. Wir haben gerade einmal gefragt, die Handwerker haben erlaubt, dass wir einmal anfilmen, wie sie jetzt die ersten Fliesen im Wohn- und Essbereich verlegen. Also, kommt einmal mit mir mit. Ja, Baustelle. Hier wird angerührt quasi. Ich kann sie für Material hier noch verwenden, ne? Das ist ja das verbaut wird. Haben wir schon die ersten Ergebnisse? Sehr cool. Richtig schön. Ja, ich bin tatsächlich mal sprachlos, tut es nicht oft, aber im Moment ist das so, weil es einfach unglaublich schön ist, dass es jetzt so schnell geht. Also gerade auch bei den Kunden, die nicht die kleinsten sind. Ja. Hier schon richtig, richtig gut aus. Hier sieht man immer, dass das so Befestigungssachen sind. Die sorgen dafür, dass die Fliese sich nicht wölben kann, weil ab einer bestimmten Größe muss man das quasi so fixieren, dass die dann gut antrocknet. Und das war jetzt die ganze Nacht über hier dran. Das wird jetzt gleich gelöst. Oben im Badezimmer wurde er gestern auch schon gefliest. Da wird das auch gleich schwinden. Dann zeige ich euch das mal hier. Aber wie ihr seht, ist fast unser kompletter Wohn- und Essbereich fertig gefliest. Wir sind mega begeistert. Ja, und ihr hört oben, es ist mega laut. Da wird tatsächlich nochmal der ganze Estrich oberhalb beschliffen, weil es da ein paar Probleme gab und so das Parkett noch nicht einziehen kann. Ja, das wird jetzt komplett geschliffen und danach komplett grundiert, damit auch, falls noch minimal Restfeuchtigkeit drin ist, keine Probleme verursachen kann. Genau, aber ja, dieses Ergebnis ist einfach traumhaft schön. So sieht das fast fertige Ergebnis aus. Das ist jetzt gerade in der Trocknungsphase. Dann müssen wir noch ein zweites Mal rüber und dann darf morgen hier das Parkett drauf. Ja, wir haben hier gestern unsere Hiobsbotschaft bekommen, dass, wie gesagt, der ganze Boden in der oberen Etage nochmal geschliffen werden muss und grundiert werden muss und das dann auch noch zweimal. Und es muss halt zwischenzeitlich immer anderthalb Stunden trocknen, dann kann man die zweite Schicht auftragen. Und ja, da wir morgen um 9 starten wollen und es einen Tag vorher ist, haben wir jetzt höchste Eisenbahn. Und deswegen ist dieser hübsche Kerl um 5 Uhr morgens aufgestanden, um zu grundieren. Macht das Spaß? Gemein. Kannst dir nichts Besseres vorstellen. Als hier den Boden zu grundieren. Aber dafür, dass er das erste Mal macht, lässt es sich sehen. Life, every day is a new beginning. Shine your light,
weit. Unser Boden hier oben ist eingezogen oder ist gerade dabei am Einziehen. Wir sind hier im Kinderzimmer. Hier gehen wir den Flur über. Hier ist schon alles fertig verlegt. Auch bei der Treppe, da sind jetzt noch Handtücher, damit man sich hier schön abstrampeln kann. Nein, abtupfen kann, damit nichts auf den Boden kommt. Ja, die gute Bettwäsche musste her. Und da ist der fleißige Bauherr mal wieder am Sägen. Es wird laut, nicht erschrecken. Wenn wir hier weitergehen, ist hier auch schon alles verlegt. Ja, jetzt seht ihr auch mal, wie diese Lüftungsschächte quasi dann aussehen. Also das obere Gitter ist jetzt einmal ab. Da kommen natürlich dann noch schönere hin, die bodengleich sind, dass man das nicht mehr sieht. Dort seht ihr noch den Kleber und ja, hier die fertigen Bretter. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Und das kommt da jetzt alles schnell rein, dann ist das hier auch gleich fertig. Ihr seht auch schon in dem hinteren Raum, also wir legen hier komplett durch. Damit das optisch dann richtig, richtig schön aussieht. Jawohl. Und hier sind 4 starke Männer am Werk hin. Also das ist hier wirklich Akkordarbeit. Wir sind hier im Schlafzimmer. Hier ist alles fertiggestellt worden. Auch in unserer kleinen Abstellkammer ist komplett der Boden verlegt. Ja. Hier sind die ganzen Materialien zum Schneiden. Deswegen sieht es hier noch sehr, sehr wirr aus. Wir werden uns dann nachher ranmachen, das ist der Verschnitt, das Ganze hier noch ein bisschen zu putzen im Flur. Nicht wundern, damit hier oben nichts hochgetragen wird. Haben wir ein paar Handtücher hingelegt. Hier im Flur ist auch alles fertiggestellt. Wunderschön finden wir auch den Übergang vom Badezimmer zum Flurbereich. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja. Guckt euch das mal an, wie schön das wirkt. Unser langer Flur, der Catwalk. Auch hier Müllberge. Also unsere Baustelle ist leider auch nicht immer sauber. Aber die werden wir natürlich direkt entfernen, damit das hier schön sauber bleibt. Ja, unser Kinderzimmer wurde zur Minute fertiggestellt. Und jetzt müsst ihr mal Daumen drücken, weil wir haben Befürchtung, dass unser Parkett nicht ausreicht, weil wir nicht mehr so viel haben. Hier ist unser letzter Raum, der noch fertiggestellt worden ist. Und ihr seht die fleißigen Arbeiter bei der Arbeit. Der Bauherr ist schon wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Haben wir schon eine Sehnscheidenentzündung oder geht's noch? Tennisarm. Okay. Der Schwiegerpapa ist auch mit dabei. Ja, und jetzt tragen die immer den Kleber auf. Wir verkleben das Ganze, damit es dann mit der Fußbodenheizung noch besser leiten kann. Und dann kommt hier gleich wieder Parkett. Aber das Stück fehlt noch plus das Stück. Und ja, ich wollte gerade sagen, das ist unser Restparkett. Nein, das zum Glück nicht. Aber wir haben tatsächlich nur noch 2 Pakete. Also Daumen drücken. Hallo. Am nächsten Tag, wir haben uns tatsächlich entschieden, euch heute das fertige Ergebnis zu zeigen. Es war gestern viel zu dunkel. Und ja, wir sind am Aufatmen. Es hat ganz haargenau gepasst. Also das letzte Brett war auch das letzte Brett, was verlegt werden musste. Wir haben nichts mehr über, also keine Verschnitte. Sind jetzt unglaublich froh darüber, dass das Ergebnis so, so schön ist. Wir nichts nachbestellen müssen. Jetzt fehlen hier nur noch die Leisten und dann ist der Boden wirklich abgeschlossen. Und dann können wir irgendwann die ersten Möbel einziehen. In nächster Zeit wird noch sehr, sehr viel passieren. Der Elektriker muss nochmal durch, der Maler muss abschließend nochmal durch. Wir kriegen eine Entkalkungsmaschine, Sanitärsachen kommen und und. Also seid gespannt, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder begleitet. Bis dahin, ciao, ciao.
Video von weiter weg. Hallo Mucki. Man sieht nicht. Nee. Außer deine Nase. Du bist Rudolf. Rudolf Red Nose Reindeer. Hat dir jemand Briefkasten gesagt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.